Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Riche und wir haben hier keinen so herzlichen Empfang empfunden. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach unserem Wohltäter, in Anführungszeichen, der sich hier dafür verausgabt, uns so darzustellen, als wären wir ein blutrünstiger Pirat, der seine Gegner verspeist, was wir natürlich nicht sind. Aber das muss man jetzt den Bürgern und Anwohnern hier erstmal irgendwie beweisen. Das hat sich nämlich schon ordentlich rumgesprochen. Ja, also wieder zurück zum Anfang. Oh, hier ist noch ein Bereich, den haben wir noch nicht entdeckt. Da kommen wir dann aber wahrscheinlich gleich rein, hier durch die Marktgasse. Damit wir dann auch den Teil der Karte hier natürlich entdeckt haben. Ich wollte ihm nicht wehtun. Euer Verlust ist bedauerlich. Ich wollte nicht gegen euren Bruder kämpfen. Okay, auch mit dem ist nicht zu reden hier. Rum. Nein, ich töte euch nicht. Ich will antworten. Kein Blut vergießen. Geht. So, jetzt haben wir auch den Bereich hier entdeckt. Wo sollen wir rein? Da geht's rein. Ein Unterschlupf. Aha, guck mal. Theron und Lana. Hallo. Theron? Lana? Ihr steckt hinter all dem? Ihr habt uns erwischt. Entschuldigt die Handlichtuerei, aber wir mussten vorsichtig sein. Die Revaniter haben keine Mühen gescheut, uns zu jagen, nachdem wir ihre Pläne auf Rakata Prime zerschlagen haben. Wir mussten dafür sorgen, dass ihr herkommt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Tut uns leid, dass wir nicht direkter sein konnten. Ja, Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht. Ich bin mir sicher, für all das gab es einen guten Grund. Was habt ihr herausgefunden? Wir müssen uns die Piraten schnappen, die auf Rishi das Sagen haben. Die Bande Nova Blade. Sie schlachten ganze Raumschiff-Crews ab und versklaven jeden auf Rishi, der sich ihnen widersetzt. Und kürzlich haben wir erfahren, dass sie für die Revaniter arbeiten. Nova Blade greift die Handelsrouten in ganz bestimmten Gebieten an, wodurch die Bande den interstellaren Verkehr nach und nach umgeleitet hat. Das ist alles sehr sonderbar. Ihr vermutet einen größeren Plan. Ihr glaubt also, dass mehr hinter diesen Angriffen steckt als Beutezüge und Credits? Davon sind wir überzeugt. Wir erkennen nur kein Muster. Wir müssen gegen Nova Blade vorgehen und herausfinden, was die Piraten wissen. Ihre Computer werden uns alles erzählen. Ein direkter Angriff auf die Nova Blade-Basis würde die Revaniter aber möglicherweise misstrauisch machen. Wir müssen unsere wahren Motive verbergen. Darum habt ihr allen erzählt, ich wäre eine Piratin. Wenn ich sie angreife, wird es wie ein Bandenkrieg aussehen und nicht wie ein gezielter Schlag. Genau. Bevor wir also zum großen Finale kommen, sollten wir ein paar ihrer anderen Verstecke angreifen, um unsere Geschichte zu untermauern. Nova Blade hat in der Nähe ein verstecktes Versorgungslager.
Sobald die Rotrümpfe es zerstört haben, wird das schnell die Runde machen. Wir haben ein paar gemeinsame Freunde, die sich freuen, euch bei der Mission zu helfen. Sie treffen euch im Feld, um die Details zu klären. Jacaro und C2D4? Genau die. Während ihr das Versorgungslager angreift, erzählen wir allen von eurer Fehde und halten Ausschau nach anderen guten Zielen. Wie klingt das? Ja, hört sich doch gut an. Ich mache mich gleich ans Werk. Viel Glück. Okay, die beiden stecken da also hinter. Ja, schön, dass wir hier immer Ruf dazu bekommen. Ich weiß gar nicht, wo liegen wir denn da beim Ruf? Müssen wir mal gucken. Vermächtnis sieht man das, glaube ich. Und dann Ruf, da sind wir schon. Bewohner von Rishi, da sind wir im Rang Streiter. Zu Legende werden wir es noch. Dann bekommen wir hier den Titel, die berüchtigte Piratin. Aber da fehlt uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ja, 30.000 brauchen wir, 12.700 haben wir. Also das kriegen wir jetzt selbst nicht mal mehr mit dem verbleibenden wöchentlichen Rufen. Da fehlt uns noch einiges. Benutze das Signalgerät. Wollen wir mal in die Richtung. Müssen wir wieder hier oben über den Weg in die Stadt. Ja, da kriegen wir direkt noch eine Mission von Mac-Turvu. Ich nehme an, dass ihr nicht zu den Freunden von Nova Blade gehört. Gut. Wir haben etwas genommen, das mir gehört. Nova Blade hat Mac-Turvu wertvolles Plündergut gestohlen. Er würde denjenigen, der es zurückbringt, wahrscheinlich dafür belohnen. Nutze die Ausgrabungssonde, um das gestohlene Plündergut aus den Trümmerhaufen zu bergen. Ja, das machen wir mal. Können wir uns auf jeden Fall danach umschauen. Und Tibor hat eine Mission unsere für uns. Unsere mächtigsten Kriegsbestien wurden von unserem Menagerie-Schiff gestohlen. Und die Republik, diese sogenannten Verbündeten des Huttenkartells, unternimmt nichts. Nova Blade hat mehrere Dschungelbestien konfisziert, die an einem mächtigen Hutten geliefert werden sollten. Tibor, der Aufseher der Bestien, bittet dich um Hilfe, sie zurückzubringen. Befreie die Dschungelbestien aus ihren Käfigen, lege ihnen die Kontrollhalsbänder an. Wenn sie schwach genug sind, dann werden sie zurück zu Tibor geleitet. 3 Stück an der Zahl. Und auch hier gibt es nochmal eine Mission von Angol Matila. Aus den Tiefen des Blutnebels sind die 3 Schlechter zu euch gekommen. Unsere Schamanen haben Rishi zu den diesjährigen Jagdgründen erklärt. Ja, Angol Matila, ein Mitglied der 3 Schlechter, ist auf der Jagd nach Trophäen von Rishi-Bestien, um ein kulturelles Ritual zu erfüllen. Besorge Fleisch von Dschungelkreaturen auf der Horizontinsel von Rishi. Auch 3 an der Stück. 3 an der Zahl. So rum. Okay. Müssen Sie sich so laut beschweren, Herr? Hier könnten überall skrupellose Piraten oder hungrige Tiere sein, die uns hören und uns riechen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Es freut mich zu sehen, dass ihr 2 uns immer noch helft. Wir können jeden Verbündeten gebrauchen. Theron und Lana meinten, es gäbe einen Plan. Sie meinen, wir müssen diesmal nicht einfach drauf losstürmen? Wir bleiben auf dem Schiff
Oh, danke. Herr, danke. Oh ja, bitte sorgen Sie dafür, dass allen klar ist, dass die Rotrümpfe hinter dieser Aktion stecken. Wir müssen schließlich den Schein wahren. Also gut, fangen wir an. Ja, gute Jagd. Jacaro, markiere die Waffenlager. Oh, ihr seht schon, wir haben hier einiges zu tun. Gehen wir vielleicht mal erstmal hier unten lang und kümmern uns um die alltäglichen Missionen. Niemand verletzt meine Freunde. Das ist gar klar. Haben wir einen Kodex-Eintrag zu bekommen. Da können wir auf jeden Fall unsere Archäologie noch erhöhen. Da gibt es dann ja auch wiederum Eroberungspunkte für. Da sind die Käfige, da sollen wir noch die Kontrollhalsbänder anlegen. Allerdings müssen die Tiere dafür ein bisschen geschwächt sein. Niemand verletzt meine Freunde. Ja, das hat wohl nicht geklappt. Vielleicht sollten wir Nadja mal auf Passiv stellen, damit sie hier das Tierchen nicht tötet, bevor wir tätig werden können. Wohin geht es? Okay, das ist das Halsband angelegt und die Kreatur verschwindet. Das gleiche machen wir jetzt nochmal zweimal. Perfekt. Das reicht schon. Ach, wurden wir noch mal unterbrochen. Jetzt aber. So, mit der Mission war es das schon. Besorge Fleisch von Dschungelkreaturen. Das müssen wir noch machen. Wir werden nicht nachgeben. Und hier die Schiffstrümmer, die müssen wir noch durchsuchen. Das kommt auch noch auf uns zu. Ja, komm, hier nehmen wir die mal auseinander. Niemand verletzt meine Freunde. Tonitran, da gibt es auch einen Kodex-Eintrag für. So, kein Fleischstück. Schade. Sind hier überall verteilt. Und da wird auch nichts dazu angezeigt. Vielleicht kriegen wir von denen auch nichts. Vielleicht müssen wir kleinere Gruppen suchen. Halt mal die Augen offen. Das sieht schon besser aus hier. Beschafft die Haut der Tonitran-Bestie. Die befindet sich dort unten irgendwo.
gehen wir schon mal in die Richtung. Dort befinden sich nämlich auch die Schiffstrümmer, wo wir das Plündergut bergen sollen. Ja, angelockt. Wir werden nicht nachgeben. Sehr schön, das hätten wir auch geschafft. So, finde nur noch die Schiffstrümmer. Dann können wir diese drei Missionen nämlich schon mal abgeben. Und ja, ich glaube, wir sind hier schon mal an dem richtigen Ort, um die Trümmer zu durchsuchen. Da kommt dann hier so eine Drohne und durchsucht die. Und da ist es schon mal nicht. Wir müssen weitersuchen. Gibt ja immer so eine kleine Abklingzeit. Und sie sagt uns dann eigentlich auch, in welche Richtung wir müssen. Ja, da ist natürlich auch nichts. Mal den hier hinten nehmen. Sind wir ein bisschen mehr drin im Geschehen. War nicht ganz getroffen, aber vielleicht sagt er uns, wo wir hin müssen. Auch nicht. Okay. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Bis wir sie finden. Mal gucken, geht's hier weiter? Nee, eher nicht so. Sollten wir vielleicht nochmal in die andere Richtung gehen? Ein bisschen hier weiter rein. Oder wir können es vielleicht hier nochmal ausprobieren. Auch nicht. Wir kriegen auch keine Hinweise, wo das Trümmerstück sein könnte. Mal hier hinten lang. Sind hier auch noch welche? Nee, da ist nichts mehr. Okay, dann suchen wir hier mal. Schon komisch, dass er uns hier nicht mal irgendwie einen Anhaltspunkt gibt, in welche Richtung wir suchen sollen. Ich bin bei euch. Oh, wir haben hier sogar noch eine Bonusmission, sehe ich jetzt erst. Dschungelkreaturen besiegen. 20 Stück. Aha, da haben wir das Trümmerstück. Ja, ich glaube, die Bonusmission müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Die Dschungelkreaturen sind hier ziemlich rar gesät. Ihr seht das da schon, die warten nicht unbedingt an jeder Ecke. Und dadurch, dass es jetzt nur eine Bonusmission ist und wir schon das Endlevel erreicht haben, lassen wir die mal aus. Generell nehmen wir die natürlich immer mit. Aber das würde jetzt hier ja einfach sinnlos sein, hier die ganze Zeit
umzusuchen. Dann geben wir stattdessen mal lieber die Missionen ab. Diese Trophäen sind fabelhaft. Die Schamanen werden von eurer Geschichte erfahren. Ihr ehrt die Jagd und die drei Schlechter. Ja, wunderbar. Ja, viele Leute mit Husten hier. Die Kriegsbestien von Lokaibus, dem Hutten. Zurück von den verhassten Overblade-Dieben. Ihr habt euch unsere Wertschätzung verdient. Wer seid ihr? Ist das etwa? Ja, wir haben alles abgegeben. Jetzt können wir uns um die Waffenlager kümmern. Die sollen wir markieren. Das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.